Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, wir sind also heute bei den Artgenossen auf dem Gelände der Dummack-Ateliers. Und zwar einem Musikatelier. Ich habe gar nicht gewusst, dass es bei einem Musikatelier auch gibt. Jürgen, wie lange gibt es das hier schon? Puh, das. Also hast du begonnen, hier diesen Keller so wohnlich einzurichten, ja, und musikalisch umzugestalten? Vor 8 Jahren ungefähr. Ja. 7, 8 Jahren so. Und wie bist du da hergekommen? Ja, ich habe das mitgekriegt. Ich war erst im Haus 45 drüben, dass hier eben jemand auszieht, samt Zimmer oben und den Raum hier. Er hat eben auch mit seiner Band hier gespielt und dann habe ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ja. Das war also, wenn ich das richtig interpretiere, in diesem Kasernengebäude die Offizierswohnung oben und da hat scheinbar der Hausleiter da mit Pickeln auf der Schulter hat seinen eigenen Keller gehabt, gell? Schaut so aus, ja. Waschküche gibt's hinten. Also da hinten ist eben so eine Waschtrommel, wo man anscheinend auch Wäsche waschen konnte. Hinten drin? Mhm. Und das benutze ich jetzt halt als Lager. Ja, genau. Und ich habe das dann erstmal entrümpelt, das war wahnsinnig voll. Und dann den Boden reingelegt und die Wände gestrichen und dann war es schon gemütlich. Ne? War es eigentlich besser als im Haus 45 oder wie muss man sich so einen Unterschied vorstellen? Hast du also einzelne Zimmer gehabt? Hast du auch schon Musik gemacht? Ja, ich war halt im Haus 45 im ersten Stock in einem Atelier, aber da war es natürlich nicht so ideal fürs Musikmachen. Aber es gibt denselben Raum auch im Haus 45, beziehungsweise gab. Es ist ein bisschen immer Glückssache. Das muss was kriegt. Ja. Ah, ja. Was ich jetzt hier so interessant finde, also ich bin ja selber kein Musiker, aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Marshall-Verstärker, also ungefähr der Mercedes unter den Verstärkern schlechthin ist, aber so ungefähr sich so aus den 60er, 70er Jahren rekrutiert. Während hier zum Beispiel, wenn man dann diese Computer anschaut, so eine Schnittstelle existiert zwischen Hightech, so elektronischer Musik und so der alten ersten E-Musik, die es gegeben hat. Stimmt das? Das stimmt, ja. Das ist im Prinzip auch genauso das, was ich auch so wertschätze in unserer Zeit gerade. Ne? Weißt du? Dass du halt mit geringem technischen Aufwand eigentlich Bedingungen schaffen kannst, wie du es vor 10 Jahren in einem riesig teuren Studio nicht hast machen können. Ne? Ja. Und dann eben auch die Kombination aus elektronischer Musik und klassischer Musik. Ich habe ja da auch einen Kontrabass. Und, also du spielst Bass? Ja, unter anderem auch Bass. Also E-Bass wahrscheinlich, ja, oder? E-Bass, Kontrabass, Gitarre und Singen. Klavier? Klavier leider nicht. Hast du eigentlich mit Musik angefangen? War das erste so Gitarre, so Schrumm, Schrumm, so House of Rising Sun oder was? Und deine ersten? Picking, ja, genau. Was ich ja so toll finde, Damen und Herren, um mal auf die Verstärker zurückzukommen, das ist ja mittlerweile schon so, hat mir vor kurzem mal ein Freund erzählt, dass man mittlerweile Verstärker kaufen kann, die elektronisch den Klang von so anderen so gängigen nachahmen. Ist ja lustig. Und wie oft arbeitest du jetzt da herunten? Oder muss man sich dann so die Ergebnisse des Schaffens und Wirkens vorstellen? Wo kann man die hören? In welchen Radiosendern werden sie gespielt? Welche Sängerinnen intonieren sie? Naja, also es sind ja mehrere Projekte, die hier tätig sind, nicht nur ich. Aber ich habe jetzt seit 7 Jahren fest eine Band, die heißt Wildwuchs. Dann machen wir hier halt unsere Aufnahmen auch für CDs, die dann auf den Konzerten verkauft werden. Wir spielen hauptsächlich halt im Raum München. Ja, und dann eben bereite ich auch diverse Festivitäten vor. Wenn ich DJ-technisch unterwegs bin, lege ich auch auf. Dann sind eben noch 2 Bekannte jetzt mit rein, die halt ihre Sachen machen. Und wir wechseln uns dann ab hier tageweise. Ne? Und dann mache ich noch Gedichtvertonungen, tue deutsche Dichter vertonen und mit meiner Gruppe dann auch einstudieren. Das finde ich toll. Sind hinten deutsche Dichter? Ich habe mir gerade schon auf die Bücher so geschaut, weil die so schön da oben, die haben mir gesagt, darf ich mal schon hintergehen? Weil das interessiert mich jetzt echt, was er da hinten für Literatur hat. Wissen Sie? Ach, das ist Romain Rolland. Romain Rolland, der Geist, der freie Geist. Das ist mehr was Philosophisches, oder was ist das? Wir müssen die Inhalte vorstellen. Freie Geist. Also mein Malerkollege hier aus der Dummack, der Schreier Peter, mit der auch die
die Wildwuchsgruppe leitet, der hat die ganzen Dichter gemalt, die ich vertont habe. Ne? Das ist ja toll. Also schenkst du mal, das ist das, was ich hier so schätze. Da ist nicht einer einfach nur Maler und ja, ja. Sondern ist auch noch Musiker. Das ist ja toll. Das ist richtig gut. Und die stehen ja bei euch einfach so im Eck rum. Die stehen ja so rum, ja. Ja, traurig. Ja, die, wenn wir auf der Straße zum Beispiel spielen, dann nehmen wir immer welche mit und stellen die dann aus. Ne? Erich Mühsam, Münchner. Ja, den kenne ich, da ist direkt bei mir im Eck der Erich Mühsam-Platz. Ja. Naja, und so befruchtet man sich halt, ne? Wenn man hier. Ja, ich finde das toll. Darum fand ich es auch schade, wenn jetzt das Ganze hier platt gemacht wird. Gell? Ja, und hier ist es natürlich wirklich schön zum Probieren und Sessions machen. Ja, ja. Und das ist auch genau die richtige Mischung zwischen laut und leise, weil das Problem ist ja oft, dass du halt in Tonstudios brauchst du Ruhe, wenn du Aufnahmen machen willst. Aber im Proberaum willst du natürlich auch Gas geben. Ohne, dass sich dann niemand drüber aufregt. Gibt es im Haus keine Probleme manchmal, wenn dann so im Keller unten dann so die Bässe toben? Wir haben halt Zeiten, ne? So bis 11 können wir laut sein und dann haben wir halt so ausgemacht. Oh. Und ansonsten kann man auch reden, wenn der Bub mal Schlaf vermag oder so. Gibt es Kinder, ja? Gibt's auch, ja. Ja, schade, also mir wird ganz wehmütig ums Herz, wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwann mal nicht mehr ist. Und drüben im Haus 50, da ist nicht so Chance, dass man da dann irgendwann mal so... Ja, also ich habe ja auch damals eben das Angebot bekommen von seitens der Stadt, dass ich mir drüben ein Atelier hole. Aber habe ich dann abgelehnt, in der Hoffnung, dass wir halt hier bis Mai mindestens 2012 eben sein können. Oder eben vielleicht auch länger. Aber da war ich wohl ein bisschen naiv. Damen und Herren, kleiner Eindruck wieder aus den Domag-Ateliers, heute Haus 49 bei den Artgenossen. Ich bedanke mich für die kleine Führung. Ja, gerne, wenn es was bringt. Für die Erklärung, wir hoffen, müssen wir einfach mal schauen. Ja. Das einzig Stete ist der Wandel, sagt man zwar immer, aber wenn man den Wandel ein bisschen auszögern könnte, wäre doch schön. Also ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.